Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gelesen habt, geht es heute nochmal wieder um ein Second-Hand-Haul. Ich habe so, ja, die letzten 2 Wochen waren das, war ich nochmal wieder beim Umsonstladen im Sozialkaufhaus und ich habe auch über eBay Kleinanzeigen was abgeholt. Da lohnt sich das auch immer mal, so gerade in seinem Stadtteil, in seiner Stadt, bei den zu verschenken Sachen zu gucken. Ich setze da auch regelmäßig was rein. Manchmal packe ich aber auch einen Karton mit aussortierten Sachen, einfach stelle ich die unten vor die Haustür. Da wird auch immer viel mitgenommen. Und ja, jetzt habe ich mal bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen geguckt und hatte da was zu verschenken gesehen und das hatte ich mir abgeholt. Und zwar einen neuen Wasserkocher. Wir hatten zwar einen, aber da schmeckte das Wasser so nach Plastik. Da, ja, den sortiere ich jetzt aus. Und den hatte jemand bei mir in der Straße sogar zu verschenken. Und den habe ich abgeholt. Und es war eine sehr nette Begegnung. Wir haben uns noch nett unterhalten. Finde ich mega, dass Leute einfach auch Sachen verschenken und dass das so unkompliziert dann klappt. Dann ja, fangen wir mit dem Sozialkaufhaus an. Da war ich jetzt noch einmal, es war jetzt auch das letzte Mal, weil der leider schließt, was ich halt auch sehr schade finde. Also ich bin ja zwar nicht unbedingt drauf angewiesen, aber viele Leute vielleicht schon. Und dass dann solche sozialen Projekte wegen Geldern dann einfach dicht machen, finde ich echt traurig. Und das ist nicht das einzige soziale Projekt, was bei uns in der Umgebung irgendwie, ja, aufgrund von Kosten geschlossen wird. Ja, finde ich sehr schade. Jedenfalls war ich da noch einmal und wollte noch mal gucken, ob ich noch was finde, jetzt kurz vor Toreschluss. Und ich hatte mir dieses T-Shirt mitgenommen. Auf T-Shirts gab es dann noch mal 50% Rabatt. Ich glaube, 75 Cent habe ich jetzt für das T-Shirt bezahlt. Also es war nicht viel, denn ein so ein Loopschal, hier finde ich dieses Muster und die Farben richtig toll. Also wenn ich den jetzt so umnehme, ja, sitzt der ganz gut. Mit den Farben muss man sich das ein bisschen hintüteln. Ich hätte ihn gerne ein bisschen dicker gehabt, aber es geht. Und da habe ich jetzt 1 Euro für bezahlt, also ist völlig in Ordnung. Und dann hatte ich richtig Glück gehabt. Ich trage ja sehr gerne Kleider und Röcke. Und bis jetzt hatte ich da aber noch nie Glück, dass ich was Passendes, Schönes gefunden habe. Und diesmal hatten sie da beim Kleid zu hängen. Das hat mir gleich von Weitem sehr gut gefallen. So, es hat einen weiten Ausschnitt, aber wenn man das trägt, verdeckt sich das ein bisschen über der Brust. So, und ich finde den Farbton sehr schön und das Kleid passt mir richtig gut. Ich hatte das schon anprobiert, ist auch alles schon gewaschen. Ja, habe ich mich sehr drüber gefreut. Und für das Kleid hatte ich 3 Euro bezahlt. Und dann habe ich da noch gesehen, die Kiste ist mir noch nie aufgefallen. Jedenfalls haben die auch eine Kiste mit Wolle und Stricknadeln und Reststoffen und all sowas. Und die, ja, ich glaube, sonst war die immer verschlossen und diesmal war die wirklich offen. Und da habe ich jetzt noch ein so ein Paket mit Wolle mir mitgenommen. Die haben 2 Euro gekostet. Hier ist auch eine große Sicherheitsnadel mit drin. Ich glaube, da hat schon mal jemand angefangen, bestimmt hier diese Maschenprobe zu machen. Jedenfalls ist das Wolle, ich glaube, dass die ganz gut für Socken geht. Da, genau, habe ich jetzt wieder was im Petto, habe ich mich sehr drüber gefreut. Genau, dann war ich noch im Umsonstladen. Ja, ich glaube sogar zweimal. Einmal, weil ich Sachen hingebracht hatte und gestern nach dem Nekus fahre ich auf dem Rückweg da mal vorbei und da stand mal keine Schlange an. Und dann habe ich gedacht, oh komm, dann huschst du da mal schnell rein. Und da habe ich was, das ist zwar für Weihnachten was, Weihnachtsdeko, aber ich fand das so niedlich und ja, nach Weihnachten ist vor Weihnachten, da habe ich diesen kleinen Wichtel gefunden, also richtig niedlich, den, ja, packe ich mir weg für nächstes Jahr denn, oder vielmehr für dieses Jahr, muss man ja schon sagen. Dann habe ich da noch ein T-Shirt für den Sommer mitgenommen. Passt auch mir schon, also sehr gut,
Für die Sachen musste ich dann nicht zahlen. Und letzte Woche, als ich dann ja meine große Tasche hingebracht habe, war ich dann auch noch mal gucken und da habe ich richtig tolle Schuhe gefunden. Gut, für die musste ich jetzt 2 € zahlen, aber ist auch völlig in Ordnung. Und die waren gut, ich habe die jetzt schon getragen, aber von unten sahen die wie neu aus. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Passende Schuhe zu finden, finde ich, ist bei mir auch immer eine Katastrophe. Und die mir auch gefallen. So. Dann hatte ich noch ein Shirt mitgenommen. Das fand ich auch sehr hübsch. Das hat jetzt so lange Ärmel. Das ist zwar, ja, dünner Stoff, aber ich denke mal, wenn ich eine Strickjacke drüber ziehe, geht das für jetzt für den Winter auch schon. Und dann noch ein T-Shirt, fand ich auch sehr hübsch und ist von Esprit. Genau, für die Sachen habe ich dann nichts bezahlt. Und ich denke mal, ich habe jetzt für den kommenden Frühling, Sommer genug T-Shirts da. Da brauche ich, glaube ich, denke ich mal, nichts mehr. Ich werde jetzt demnächst meinen Kleiderschrank nochmal alles rausholen und alles durchgucken, teilweise anprobieren und gucken, was ich behalte, was ich weggeben kann. Also da schaue ich mal. Genau, und dann sind mir noch 2 Bücher zugelaufen. Die habe ich, wo habe ich denn die her? Ich glaube, die habe ich mir auch über eBay Kleinanzeigen geholt. Jedenfalls habe ich die geschenkt gekriegt. Und zwar sind das Strickbücher. Einmal Socken aus aller Welt von Top. Und das ist ja richtig gut erhalten, sind tolle Sachen drinne. Mal gucken, so weit, richtig mit Mustern stricken, so weit bin ich gerade bei Socken noch nicht. Aber ich denke mal, das Buch wird nicht schlecht und da werde ich bestimmt demnächst noch mal reinschauen. Und dann habe ich ein Buch Mützenmacher, Häkelmützen in deinem Style. Und da wollte ich jetzt demnächst auch gleich schon mal eine Mütze häkeln. Das, ja, und hier vorne ist sogar noch die CD und solche, wie sagt man dazu, Markenetiketten mit drinne. Genau, und jetzt für den Winter will ich da unbedingt häkeln. Das, denke ich mal, wird mein nächstes Projekt. Eine Mütze kann man jetzt noch ganz gut gebrauchen. Ja, das waren auch die Sachen, die ich so in den letzten 2, 3 Wochen Secondhand erstanden habe. Ist wieder einige schöne Sachen mit dabei gewesen. Mal gucken, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne mal, ob euch das überhaupt interessiert, so Secondhand-Haul, wie ihr einkauft. Also ich liebe es ja zum Beispiel über Flohmärkte rüber zu wandern, aber jetzt im Winter gibt es bei uns hier keine. Aber das liebe ich auch. Und es würde mich ja mal interessieren, ob ihr Secondhand auch einkauft oder eher nicht. Schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.